Was du nicht sagen kannst, das wird versungen. Und wenn du es dann immer noch nicht sagen kannst, kannst du es tanzen. Das soll dieser Komödiant gesagt haben. Er brachte Wiener Schmäh ins ostdeutsche Kabarett. Otto Stark. Otto war eine absolute Institution. Prima bella Italia, la Grande Canaletto Venezia, Gondolier, Squadrazzura, Perucci Opera, la Dolce Vita inhalara da voce. Finicoli, Finicola, Finicoli, Finicola. Ich kann mich da an einen unglaublich charismatischen, kleineren Mann erinnern, der durch seinen Dialekt schon auffiel. Der Österreich, der mit Worten so ein bisschen so leicht und diesen Schmäh hat. Und aber so eine Mischung, ja, auch manchmal so wieder Berlinerismen drin hatte. Das war sehr witzig. Jetzt hab ich einen Hunger und war ganz erbicht auf Puffer, das echte Berliner Gericht. Drum geh ins Gasthaus Berlin und sag, als der Ober erschien: Geh, Freunde, uns ans Fisch und servieren's mir einen Puffer. Da macht dieser gescherte Hallodri mir klar: Wir führen nicht solche exotische Speisen, doch Schaschlik ist da und soll Janka so ja. Ich wurde 86 von der Schauspielschule weg engagiert. Otto meinte dann: Herr Torten, pass auf, bist musikalisch, er schaust fisch aus, du musst, spielst mehr mit den Rollen, das kommst zu mir, da machst du was, das ist genau der Ding. Dann habe ich 2 Tage überlegt und dann musste ich nicht mehr überlegen. Ich dachte, das machst du jetzt. Ich wollte ans klassische Theater und das war eine Grundsatzentscheidung. Das war ein anderer Weg. Und da bin ich ihm heute noch dankbar, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe. Otto hat uns mit großer Wärme behandelt und wenn er was nicht durchsetzen konnte, so, also da war er auch energisch, aber war ja immer er hat es mit sehr viel Wärme gemacht. Was ich sehr gut finde, wenn man jungen Schauspielern sagt, pass mal auf, das war schon ganz gut, aber mach mal so. Und ich, ja, was wird denn das, was machst du denn da? Oder, also er hat immer versucht aufzubauen. Otto war dann schon auch strenger als Chef. Musste er auch sein, weil so ein Ensemble zu leiten heißt auch, es mit stringenter Hand zu führen. Und da hat er, als ich dann so Filme drehte und dann öfter mal auch Autogrammwünsche kamen und so jüngere Zuschauerinnen auch, was einen natürlich auch so freut. Und dann bin ich von der Bühne runter in meinen Auftrittsklamotten, weil die da schon standen, und habe Autogramme gegeben. Da hat er mich richtig zusammengefaltet und hat gesagt: Wir sind keine Breitelbühne, das ist unethisch. Das ist, man zieht sich um, dann geht man durch den Bühnenausgang raus, dann geht man vorne wieder rein, dann gibt man Autogramme. Hast du mich verstanden? So. Und Dorten hat er mal gesagt, Dorten. Und er hatte recht. Das muss ich Ihnen mit ein paar Klassikern zitieren. Jungfrau, kann ich Armeen aus der Erde stampfen? Sagt die BGL. Franz Mohr, ich habe mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, sagt die Werkleitung. Hasso, es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter durch die Fernsehbrille, sagt der Kollege Schulze an der Drehbank. Naja, sehen Sie, das ist das Los des Schönen auf der Erde, sagte schon der Hitzkopf und parteilose Kollege Schiller. Natürlich hat er eine Sonderstellung gehabt, weil, und in meinen Augen auch mit Recht, weil er eine unglaubliche Lebensgeschichte hat, also dass ein Großteil seiner Familie im Holocaust umgekommen ist und dass er den überlebt hat. Und wie er den überlebt hat, da war er auch Vorbild für mich, weil ich dachte, wer sowas überlebt, wer dann diesen Lebensmut hat und nach wie vor in dieser Art und Weise im Leben steht und das auch weiterträgt, trotz solcher Schicksalsschläge, das hat mir schon Hochachtung abverlangt. Ha, Bube! Oh, Moment, nee, das stimmt nicht ganz. Also das ist die falsche Seite. Hierher müssen wir herschießen, nicht? Ja, also wissen Sie, wir Kabarettisten wissen genau, in welche Richtung wir zu schießen haben, nicht? Ja, stimmt's, ja. Also nach rechts, ja? Sie? Naja, ich meine von Ihnen aus gesehen, EV, ne? Denn ich stehe links, das wissen Sie ja sowieso, ne? Durch seine Persönlichkeit und durch seine Vergangenheit sicherlich auch bedingt, konnte er bestimmte Dinge auch durchsetzen, auch in Texten. Und er konnte sie vermitteln und er konnte uns vorher sagen, nein, mach das so nicht, formuliert es ein bisschen anders oder mit Autoren gesprochen hat, dass man gewisse Dinge doch wieder durchbekam. Wir werden unsere Satire für unsere Arbeiter nicht provokatorisch machen, sondern eben mit einem freundlichen Rippenstoß, mit einem freundlichen Lächeln,
aber ihnen genauso Denkanstöße übermitteln? Ich würde nicht von Opportunismus sprechen. Das wäre völlig ungerecht, weil das, manche haben ihm das manchmal vorgeworfen. Das sehe ich ganz anders. Er hatte einfach die Gabe, das taktisch gut hinzukriegen. Was? Hör mal, wir sind ein Hotel und keine Zimmervermietung. Aber ich dachte immer, die Aufgabe eines Hotels ist, Zimmer zu vermieten, nicht? Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ja, aus Bischofswerda. Ach, aus dem Wald. Was auf jeden Fall fehlt, ist ein Methusalem des Kabaretts. Und natürlich hinterlässt er eine Lücke. Und das hat mich schon, ja, das hat mich schon sehr betroffen und nachdenklich gemacht. Weil er ja doch ein Stück meines Lebens ist, wenn man so will.